Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Zeige dein Let's Play. Diesmal zockt Tobinator Let's Play eine Runde Assassin's Creed mit uns. Den ersten Teil der Serie, die ja mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Videospielewelt geworden ist. Das kann man ja wirklich so stehen lassen. Assassin's Creed ist in aller Munde und auf Assassin's Creed 3 warten allerhand Freunde der Videospiele Kultur. Ja, Tobi spielt das Ganze mit einem spaßigen, aber auch informativen Kommentar und schreibt sogar des Öfteren Artikel für PlayNation. Er ist also da auch ein Redakteur. Ein echt netter Kerl, der seit einigen Monaten auch Let's Plays macht und mir gefällt der Moderationsstil auf jeden Fall. Das ist aber natürlich alles Geschmackssache. Wie findet ihr Tobinator Let's Play? Schreibt's doch mal in die Kommentare und viel Spaß mit Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuesten Let's Play-Spaß hier auf meinem YouTube-Kanal Assassin's Creed, das erste Konsolen-Let's Play. Wie schon bereits erwähnt, hier auf meinem YouTube-Kanal, wir spielen von Ubisoft, präsentiert das Spiel Assassin's Creed aus dem Jahr 2007. Ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt, vielleicht habt ihr das gerade selbst gemerkt, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich sagen soll, ich bin so aufgeregt. Assassin's Creed ist ein richtig geiles Spiel auf jeden Fall, aus dem Jahr 2007, von Ubisoft Montreal entwickelt. Die gute Jade Raymond hat mitgemacht, oder Jade Raymond, ich weiß gar nicht, wie spricht man den Namen überhaupt aus, ich weiß es nicht, sieht auf jeden Fall total super aus, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und behaupten. Und ich würde einfach mal sagen, anstatt fortsetzen, spielen wir mal neu, denn ich hatte schon mal letztens eine Aufnahme aufgenommen gehabt und da hat irgendwie was PC rumgespackt und ach, was weiß ich, alles total scheiße. Jetzt auf jeden Fall starten wir ein neues Spiel, Assassin's Creed. Auf geht's. Ja, das möchten wir auf jeden Fall tun. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Game bei euch ankommt, beziehungsweise wie das Game bei euch von mir ankommt, so muss man es ja fast schon sagen. Weil eigentlich ist Assassin's Creed schon sehr beliebt, muss man sagen. Ja, Assassin's Creed ist sehr beliebt. Und ich habe es durchgespielt damals 2007, aber ich weiß einfach gar nichts mehr davon. Ich weiß nur, dass der Hauptcharakter Altair heißt und dass wir uns größtenteils in Jerusalem rumschlagen werden. Aber jetzt lauschen wir erstmal ins Intro. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel verbissen. Und ihr Erkenntnis lehrt mir das Leid. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie, sich zu entspannen. Oh. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirnan. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Ach. Okay, Desmond. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr.
Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Ganz, ganz mysteriös, was die da mit uns vorhaben. Desmond Miles spielen wir also in der Wirklichkeit einen Barkeeper und jetzt kommt das Tutorial gleich, das wir natürlich auch spielen, ist ja ganz klar. Wir schlüpfen in die Haut seines Vorfahren, seines Assassinenvorfahren, Alter Ehe. Und jetzt beginnt das Tutorial. Warnung, Datenstrom instabil, versuche Synchronität wiederherzustellen. Hallo Subjekt 17. Hallo. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Dann mach mal hin, Mädchen! Yeah. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Also Y für die Ego-Perspektive. Wumms. Oh yeah. Bräute. Ja, ich hab, Gut. Okay. Weiter geht's im Programm. Benutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen
ohne dass sie ihre Krüge fallen lassen. Jo, das krieg ich hin. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Also, dann mach mal Platz hier bitte. Ich muss mal... Alter, was war das denn? Ich hab doch... Also, so fett bin ich nun auch wieder nicht, ja? Was muss ich denn machen? Ach, halten. Ah, ich soll B gedrückt halten. Ah, okay. Man sollte vielleicht auch lesen. Make some placement. I need to go through. La, 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 la. Lass mich bitte durch. Alter, du blöde Schrulle. Behalt doch deine Kackdinger da auf dem Kopf, Mensch. Ich war doch schon durch. Also nochmal. Friedliches Stoßen. Darf ich mal bitte da durch? Darf ich mal bitte vorbei? So, ich halte das jetzt gedrückt, bis ich da hinten bin. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, loslassen und dann haben wir das auch geschafft. Gut gemacht. Schön. Zwar nicht ganz elegant, aber der Animus immerhin. Unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Action? Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Okay. Schlagen gibt's jetzt. Exzellent. Und Schlagen gab's vorher nicht. So, weiter geht's im Programm. Oh yeah. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Das Individuum also. Na, dann komm mal her, mein Freund. Du Penner. Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Quatsch, ich doch nicht. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Das ist normal, ja. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay. 3, 2, 1, go! Nein! Ey, der hat mit unfairen Mitteln gespielt! Alter! Also aus uns wird kein Usain Bolt. Auf geht's! Ja. Gut gemacht. Danke, ich weiß. I'm the king. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Unauffällig angreifen ist auch geil. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ich kann doch das Individuum jetzt nicht einfach abknallen. Also killen hier, geht doch nicht. Na gut. Tut mir leid, aber es ist fürs Tutorial. Verantwortlich. John Wayne. Ich war's nicht, guck mich nicht so an. Ich stand hier nur. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Das müsste man mal bei RTL machen. Provozieren Sie den Soldaten. Was, ich soll einfach wegrennen oder soll ich ihn umbringen? Ach du Scheiße. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ich musste ihn anscheinend schubsen, aber eigentlich wollte ich ihn gar nicht schubsen. Ich gehe jetzt mal aufs Dach und springe da in dieses Ding rein. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Oh ja, ein riesiger Dachgarten. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert.
Du bist so blöd, ey. Wenn ich da hochgehen würde, ne? Ich würde als erstes da drinnen gucken. Das ist doch zu auffällig, ey. Gut gemacht. Naja. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Okay, ich komme. Hui. Exzellent. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Also Sie sehen was, dieses Heu, dieser Heuwagen da, dann diese Dachgartendinger. Oder die Heiligen. Ja, die Heiligen. Die helfen uns. Auf jedem Weg. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Alles klärchen. Geschafft. Nee. Geschafft. Gut. Puh. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Will ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Aber drücken wir mal Y. Gut gemacht. Okay, weiß Informationen, gelb Attentatziel, rot Soldaten, blau Verbündete. Soll ich ihn jetzt umbringen, den roten? Nee, soll ich nicht. Okay. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, okay. Um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Alles klärchen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Juhu! Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. So, und an dieser Stelle endet dann auch schon die erste Aufnahme. Nee, Quatsch, die erste Folge von Let's Play Assassin's Creed. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wollen dann mal in die Welt von Assassin's Creed richtig eintauchen. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.